bei der AVA, beim ÖPC, bei der Einkleidungsausgabe. Also, wie ich reingekommen bin, habe ich mir gedacht, noch professioneller, noch besser, noch mehr als die London. Wir wandern von Station zu Station. Wir kommen von Erima, die Einkleidung, von Adelsberger, D-Long, Bluvis, Symbol Socks, natürlich tolle Salomon-Schuhe. Das darf mit Rio diesmal auf keinen Fall fehlen, die Anzüge. Salomon ist auch vom Olympischen Komitee Ausstatter und darum war es uns auch ein großes Anliegen, dass wir auch in den Paralympics dabei sein dürfen. Also wir machen da keine Unterschiede, ob das jetzt Paralympic ist oder Olympic. Für uns ist wichtig, dass alle gleich gut ausschauen. Wir haben uns auch bei den Schnitten sehr viel einfallen lassen, weil natürlich ein Rollstuhlfahrer braucht andere Schnitte. Was kommt die Qualität? Ist natürlich eine Top-Qualität. Es sind sogar mehrere Schneider hier und ich habe überall genau geschaut, welche Zentimeter werden noch weggenommen. Also es ist unglaublich, wie genau der einem alles gemacht hat und es ist ein unglaublich cooler Service. Für uns war wichtig, eben das Authentische ein bisschen herzuzeigen. Wir haben eine Lederhose, ich meine, wir werden uns alle Nationen darum beneiden. Das Highlight heuer vom Speedcross ist eine reine Österreich-Edition. Erima Sportbekleidung ist ein perfektes Teil für die Sportausübung. Ich finde es sehr stylisch, ich finde es angenehm zum Tragen. Super. Top. Das ist schön, wenn man sich auf seine Ausstattung so verlassen kann, wie wir alle Österreicher. Wir arbeiten schon seit 2010 mit dem ÖPC zusammen und wir leben einfach diese Partnerschaft im Sinne unseres Firmenslogans gemeinsam gewinnen. Perfekt eigentlich. Die Ausgabe der Einkleidung war heute ein Meilenstein in Richtung Rio. Wir vom Organisationsteam sind sehr glücklich, dass alle gut ausgestattet sind. Und jetzt können wir uns weiter auf die Paralympics in Rio vorbereiten. Die Vorfreude kommt natürlich, wenn man die offizielle Einkleidung anhat. Jetzt ist es meins. Und jetzt bin ich echt dabei. Es ist immer aufregend, weil da steigt, ich glaube, ich weiß nicht, Puls auf 180. Ja, wir haben ja noch zum Glück länger Zeit ein bisschen, also länger. So lang ist es nicht mehr. Ja, die Aufregung, muss ich ganz ehrlich gestehen, steigt mit jedem Tag. Die Freude ist schon sehr groß. Die Vorfreude ist unglaublich cool. Das Herzklopfen ist riesig. An alle Athletinnen und Athleten, ich wünsche Ihnen, dass Sie genau bei Ihren Wettkämpfen genau den Punkt erwischen, auf den Sie jetzt so lange intensiv hingearbeitet haben. Denn unsere Athletinnen und Athleten, die sind alle gut drauf und wir werden Österreich super repräsentieren.